Wir müssen auf die Straße gehen weiterhin, denn die Politik macht ihre Sachen weiter. Die Sanktionen gehen weiter, die Kriege gehen weiter, die Rüstungsexporte gehen weiter und gleichzeitig werden Krankenhäuser geschlossen. Wir müssen auf die Straße gehen mit unserem Protest. Deswegen bitte ich euch alle, euch an die Auflagen zu halten. Heute tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Eigentlich wollten wir mit euch mit einem Schluck Sekt darauf anstoßen. Das hat uns Corona auch vermiest, aber freuen wollen wir uns trotzdem an diesem Tag. Eigentlich hatte ich gehofft, dass unser Bürgermeister heute auch die Fahne der Mayors for Peace raushängen würde, die ja schon zweimal hier hing. Und alle Gemeinden, die Mitglied sind der Mayors for Peace, wurden eigentlich aufgefordert, das zu machen. Leider hängt sie heute nicht. Wir beginnen mit dem Fahnenmeer. Als Musik haben wir den Walzer Nummer 2 aus der Jazz-Suite von Schostakowitsch ausgesucht. Wir spielen eine Aufnahme der Gruppe Lebenslaute, ein Chor und ein Orchester, die 1986 gegründet wurden und seit Jahrzehnten mit klassischen Konzerten an den Orten des Widerstands zu hören und zu sehen sind, in Büchel und in Jagel, im Hambacher Forst und in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Im letzten Jahr 2020 vor Rheinmetall in Unterlüß, dem größten deutschen Rüstungskonzern. Und dann möchte ich noch was sagen zu diesem Teil. Mitten in unserem Fahnenmeer seht ihr eine Abbildung einer Atombombe, wie sie in Büchel lagern. Die IPPNW hat uns das zur Verfügung gestellt. Auch die echten Atomwaffen in Büchel sind kaum größer als das, was hier eigentlich, finde ich, ganz niedlich aussieht. Aber ihre Sprengkraft ist unvorstellbar furchtbar. Sie ist 4 bis 13 Mal größer als die Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Damit das nie wieder eingesetzt wird, sind wir heute hier. Wir feiern das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags mit dem wunderschönen Walzer von Dmitri Schostakowitsch, gespielt von der Gruppe Lebenslaute. Der Abwurf der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren machte die furchtbare zerstörerische Kraft der Atombomben, der insbesondere die Zivilbevölkerung zum Opfer fiel, aller Welt deutlich. In vielen Ländern war klar, so etwas darf sich nicht wiederholen. Solche Waffen darf man nicht einsetzen. Schon 1946 wurde die erste UN-Resolution nach Abschaffung der Nuklearwaffen verabschiedet. Aber im Kalten Krieg setzten sich die Rüstungsbetreiber und Anhänger der Abschreckungsideologie durch. Während UNO-Resolutionen offenbar ohne Konsequenzen ad acta gelegt wurden, entwickelten und testeten die Atomstaaten Sowjetunion, USA, Großbritannien, Frankreich, China neue Nuklearwaffen. Und auch das 1955 aufrüttelnde Russell-Einstein-Manifest blieb ohne Konsequenzen. Weitere Staaten entwickelten Nuklearwaffen. Israel, Indien, Pakistan, Nordkorea. Mit dem Atomwaffensperrvertrag von 1970 wurden neue Hoffnungen geweckt. Die Atomwaffenstaaten verpflichteten sich, ihre Arsenale abzubauen. Dieser Teil des Vertrages,
wurde niemals umgesetzt. Stattdessen werden jetzt die Waffen modernisiert, ausgebaut. Deutschland unterschrieb als Nicht-Atomwaffenstaat, unterstützt aber jetzt mit der nuklearen Teilhabe die atomare Stärke seiner Verbündeten. Circa alle 5 Jahre werden Überprüfungskonferenzen bei der UNO abgehalten. Diese Konferenzen endeten häufig ohne nennenswertes Ergebnis, was die Abrüstung angeht. Das war der Grund und Ansporn für viele Gruppen der Friedensbewegung und des Antimilitarismus auf der ganzen Welt, durch beharrliche Werbung und politische Einflussnahme die Kernwaffen zu ächten, die Abschreckungstheorie als gefährliche Ideologie zu entlarven und über die Vereinten Nationen eine atomwaffenfreie Welt zu erreichen. Bei der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages 2007 in Wien gründeten Nichtregierungsorganisationen, voran die Internationalen Ärzte zur Verhinderung des Atomkrieges, ICAN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Viele bisher auch tätige Gruppen und Nichtregierungsorganisationen wurden darin gebündelt. Einige Staaten, zum Beispiel Österreich, unterstützten das Anliegen. ICAN erarbeitete ein Abkommen zum Verbot von Atomwaffen, das im Juli 2017 mit der Zustimmung von 122 Ländern von der UNO angenommen wurde. Nun haben 51 Länder den Vertrag ratifiziert, sind dadurch eine völkerrechtliche Bindung untereinander eingegangen. Und heute tritt dieser Vertrag in Kraft. 51 Staaten, das sind die meisten Länder Mittel- und Südamerikas und Afrikas, zahlreiche Staaten Asiens. In Europa sind es Österreich, Malta, Irland, der Vatikan, San Marino. Deutschland gehört wie fast alle NATO-Staaten und alle Atommächte nicht zu den Befürwortern und haben auch die Verhandlungen über den Vertrag boykottiert. Solange Atomwaffen existieren, wird die NATO ein nukleares Bündnis bleiben, verlautet es in einer in Brüssel veröffentlichten Stellungnahme. Deutschland ist dem Abkommen mit der Begründung nicht beigetreten, dass eine Abrüstung nur mit den Nuklearmächten möglich ist. Die Bundesregierung gratuliert ICAN zur Auszeichnung. Man steht zum Ziel der Abschaffung der Atomwaffen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Solange aber von einigen Staaten nukleare Waffen weiter als eine mittelmilitärische Auseinandersetzung betrachtet würden und Deutschland und Europa davon bedroht seien, bestehe weiter die Notwendigkeit einer nuklearen Abschreckung und der Erhalt der sogenannten Sicherheitsarchitektur. In Europa sind 150 amerikanische Bomben gelagert, soweit wir aus einem Bericht an die NATO wissen. Darunter 20 in Büchel in der Eifel, die digital steuerbar modernisiert werden sollen. Ferner soll die BRD dazu neue Kampfflugzeuge erwerben. Die Höhe der horrenden Gesamtkosten ist mir nicht bekannt. Das alles zeigt, dass Deutschland an der nuklearen Teilhabe festhalte, koste es, was es wolle. Mit dem Inkrafttreten des Verbotsvertrages bieten sich auch ganz andere Möglichkeiten, die menschenverachtende Politik der Drohung mit Massenvernichtungswaffen zu ächten. Wir haben schon einiges erreicht. 1917 wurden die ICAN-Aktivitäten mit einem Friedensnobelpreis geehrt. In Bremen wurde ICAN einen Empfang im Rathaus bereitet. Repräsentanten haben sich ins Goldene Buch eingetragen. Bremen und seine Bürgermeister sind schon seit 1982 in die Reihe der Mayors for Peace eingetragen. Bürgermeister, die ihre Aufgabe ernst nehmen, ihre Bevölkerung zu schützen und vor einem Nuklearkrieg zu bewahren.
Diesem Netzwerk gehören ca. 7.800 Städte und Gemeinden aus 163 Ländern an. In Deutschland sind es 700. In die gleiche Richtung wirkte der Städteappell der ICANN, dem sich 100 Städte und Gemeinden und Landkreise in und außerhalb Deutschlands angeschlossen haben. Zuerst Bremen, dann auch Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz. Unser jetziger Bürgermeister Bovenschulte unterstützt diese Aktivitäten. Die Flagge der Mayors for Peace wurde im Jahr 2020 erstmals am Rathaus gezeigt und damit das Bekenntnis zur Abrüstung glaubhaft. Heute leider nicht. Was wollen wir noch erreichen? Wir müssen die Bewegung fortsetzen. Den Druck auf die Gegner der Abrüstung und die Vertreter einer militärischen Politik aufrechterhalten. Die Bundesregierung soll den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Der Druck auf die Bundesregierung muss wachsen. Im September bei der Wahl können wir das zuspitzen. Unsere Regierungsvertreter, die sich immer so vollmundig zu den Menschenrechten bekennen, sollen ihren Werten und Worten treu bleiben und sich zum humanitären Völkerrecht bekennen. Wir sollten erreichen, dass die Theorie der militärischen Abschreckung als gefährliche Ideologie erkannt wird. Sie sichert nicht den Frieden. Das vermag eine Politik der Verständigung und des friedlichen und offenen Interessenausgleiches. Den internationalen Nichtregierungsorganisationen, die sich zur ICANN zusammengeschlossen haben, ist ein großer Schritt zur Ächtung der nuklearen Bedrohung gelungen. Das gibt uns Antrieb, weiterzukämpfen, bis die Nuklearwaffen international verboten und vernichtet werden. Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, hier eine Grußbotschaft des Konsuls von Uruguay vorzutragen. Es handelt sich um Jürgen L. Born. Konsul Uruguays in Bremen, eine Berühmtheit seit seiner Zeit als Vorsitzender des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung von Werder Bremen. Jürgen L. Born schreibt uns, dass er aus Altersgründen hier nicht teilnehmen kann, aber er schickt uns eine Grußbotschaft und sie lautet: Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages am 22. Januar dieses Jahres, dem auch das Land Uruguay beigetreten ist, verspüre ich als Honorarkonsul dieses Landes, in dem ich viele Jahre friedvoll und in großer gesellschaftlicher Harmonie gelebt habe, verspüre ich das Bedürfnis, diesem historischen Moment als Akt einer markanten Benevolenz, also Wohlwollen oder sowas, für den Frieden meine uneingeschränkte persönliche Anerkennung auszusprechen. Jürgen L. Born, Januar 2021. Vielen Dank, Herr Born. Kommen wir zum zweiten und letzten Beitrag unserer Kundgebung. Es spricht jetzt Volker Drohm. Er ist Rechtsanwalt aus Bremen und ist Mitglied der IALANA, wie ich schon vorgestellt habe, und aktiv im Bremer Friedensforum. Volker. Freunde, das heutige Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständigen und umfassenden Ächtung aller Massenvernichtungswaffen. Er hat eine unmittelbare Geltung für die 51 Staaten, die ihn bisher ratifiziert haben, und für alle Staaten, die ihm in Zukunft beitreten werden. Er verbietet den Vertragsstaaten, Kernwaffen zu entwickeln, sie zu erproben, sie herzustellen, zu besitzen oder an irgendjemanden weiterzugeben oder eine Stationierung in seinem Hoheitsgebiet zu gestatten. Er verbietet ihnen ferner, Kernwaffen einzusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen. Diese Verbote gelten uneingeschränkt und unter allen Umständen.
Das Verbot des Einsatzes oder der Einsatzdrohung ist keine völkerrechtliche Neuheit. Dieses Verbot existiert generell aufgrund der für bewaffnete Konflikte geltenden Regeln des humanitären Völkerrechts. Das wurde bereits vor 25 Jahren vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag in einem Gutachten festgestellt. Leider hat der Internationale Gerichtshof den Atomwaffenstaaten ein klitzekleines Hintertürchen offen gelassen, und zwar durch Nichtbeantwortung der Frage, ob nicht eventuell in einer ganz extremen Notwehrsituation, in der die Existenz eines Staates auf dem Spiel stünde, die Verteidigung mit Atomwaffen gerechtfertigt sein könnte. Diese Lücke im Gutachten wird seither von den Atomwaffenstaaten und den mit ihnen verbündeten Teilhabestaaten genutzt für die Rechtfertigung ihrer nuklearen Verteidigungsstrategien. Sie behaupten in ihren Strategiepapieren, dass sie ihre Kernwaffen ja nur bei einer solchen existenziellen Gefahr einsetzen wollten. Der Verbotsvertrag schließt nun diese Hintertür, denn er lässt keinerlei Ausnahmen oder Vorbehalte zu. Das heißt, er etabliert für die Vertragsstaaten ein vollständiges und absolutes Einsatzverbot. Und auch natürlich das Verbot, damit zu drohen. Deshalb haben die Atomwaffenstaaten, allen voran die USA, mit aller Macht versucht, die Vertragsverhandlungen zu torpedieren und die Inkraftsetzung zu verhindern. Diesen Druck werden sie auch weiterhin ausüben, denn sie fürchten, dass weitere Staaten diesem Vertrag beitreten und dass sich dadurch eine allgemeine gewohnheitsrechtliche Geltung des gesamten vertraglichen Regelwerks herausbilden könnte. Die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen verstößt nämlich auch gegen das in Artikel 6 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte verbriefte, sogenannte angeborene Recht auf Leben. Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen hat diesen Artikel so interpretiert, dass schon die Bedrohung durch Atomwaffen dieses fundamentale, von allen Staaten zu respektierende Recht verletzt, weil Atomwaffen ihrem Wesen nach die Zerstörung von Menschenleben in katastrophalem Ausmaß verursachen können. Ganz im Sinne dieser Feststellung wird in der Präambel des Verbotsvertrages hervorgehoben, ich zitiere, dass den katastrophalen Folgen von Kernwaffen nicht ausreichend begegnet werden kann, dass sie nicht an nationalen Grenzen Halt machen und gravierende Auswirkungen auf den Fortbestand der Menschheit, die Umwelt, die sozioökonomische Entwicklung, die Weltwirtschaft, die Ernährungssicherheit und die Gesundheit heutiger und künftiger Generationen haben. Zitat Ende. Und es wird erinnert an das unannehmbare Leid und den Schaden, die den Opfern des Einsatzes von Kernwaffen in Japan sowie den von Kernwaffenversuchen betroffenen Menschen zugefügt wurden. Ich empfehle jedem, der das noch nicht getan hat, die ganze Präambel gründlich zu lesen, denn sie hält uns vor Augen, wie beharrlich sich die Atommächte trotz dieser grauenvollen Erfahrungen gegen alle Appelle der Vereinten Nationen gesträubt haben, abzurüsten und Atomwaffen ebenso zu ächten wie biologische und chemische Waffen. Wir haben immer wieder erfahren müssen, dass den Atomwaffenstaaten kein Argument zu fadenscheinig ist, um den Verbotsvertrag abzuwirken. Ein fadenscheiniges Argument sind die Behauptungen der Vertragsgegner, der Verbotsvertrag könne mit dem Atomwaffensperrvertrag, der auch nicht Verbreitungsvertrag genannt wird, in Konflikt geraten und er untergrabe die Wirkung des Nichtverbreitungsvertrages. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat diese Behauptung in einem brandneuen Gutachten als unzutreffend zurückgewiesen. Dieses Gutachten wurde im Auftrag der Bundestagsabgeordneten der Linken Selim Dagdelen erstellt und vor 3 Tagen veröffentlicht. Es dürfte also den meisten noch nicht bekannt sein unter euch. Wörtlich heißt es in diesem Gutachten, der Atomwaffenverbotsvertrag
steht juristisch nicht in Widerspruch zum Nichtverbreitungsvertrag. Er unterminiert den Nichtverbreitungsvertrag nicht, sondern ist Bestandteil einer gemeinsamen nuklearen Abrüstungsarchitektur. Der Verbotsvertrag ist daher auch kein Hemmnis für die nukleare Abrüstung. Hätten die NVV-Staaten, also die dem Nichtverbreitungsvertrag beigetreten sind, nur den politischen Willen dazu. Wir konstatieren, es ist nicht der Verbotsvertrag, sondern das starrsinnige Festhalten an Abschreckungs- und Aufrüstungskonzepten der Atommächte und ihrer Verbündeten, welches die Sicherung des Friedens in der Welt untergräbt. Es ist ungeheuerlich, dass die Atommächte nach einer kurzen Phase der Entspannung wieder angefangen haben, ihre nuklearen Arsenale massiv aufzurüsten und zu modernisieren. Sie verletzen dadurch permanent in krasser Weise ihre im Nichtverbreitungsvertrag übernommene Abrüstungspflicht. Ihre Vertragsverletzungen werden auch bei der jetzt dieses Jahr im August bevorstehenden Überprüfungskonferenz der Vereinten Nationen harte Kritik ernten. Die Kritik wird sich auch gegen jene Staaten richten, die wie Deutschland weiterhin die nukleare Teilhabe praktizieren und dadurch gemeinsam mit den Atommächten gegen den Nichtverbreitungsvertrag verstoßen. Die Zukunft wird zeigen, dass der Verbotsvertrag eine konsequente und wirkmächtige Umsetzung der Feststellungen des Internationalen Gerichtshofes und des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen ist und zugleich eine notwendige Ergänzung des Nichtverbreitungsvertrages. Er wird neben seiner unmittelbaren Geltung für die Vertragsstaaten auch das Völkergewohnheitsrecht fortentwickeln im Sinne einer umfassenden Ächtung aller Massenvernichtungswaffen. Daher ist sein Inkrafttreten wirklich ein Grund zu feiern und das tun wir heute in Bremen. Wie in vielen anderen Städten in Deutschland und der ganzen Welt. Danke für die Aufmerksamkeit. Liebe Anwesende, wir kommen zum Ende. Erstmal herzlichen Dank auch an Volker Drohm.